So, und damit herzlich willkommen zur 9. Folge von Pokémon Name Origin. Wir waren gestern mit Tim ganz kurz im Stream. Tim hat nämlich ein bisschen, ich glaube, was nochmal, New Super Mario Bros. Oder irgendwas, irgendein Mario-Spiel gespielt. Und dann habe ich den Chat quasi einfach mal missbraucht und die haben mir ein paar Pokémon genannt, die unbedingt mal haben wollen in Name Origin. Und deswegen würde ich sagen, ohne Umschweife fangen wir direkt mit dem ersten Pokémon an. Und zwar wurde sich Quaiutsu gewünscht. Und Quaiutsu ist wahrscheinlich auch das Pokémon, das am wenigsten innovativ ist, denn Quaiutsu kommt einfach von dem Wort Quark und das ist ja das Geräusch, was Frösche immer machen, und Quaiutsu ist halt ein Frosch, deswegen passt das schon. Und von Ninjutsu, und wer zum Beispiel auch Naruto guckt, weiß, Ninjutsu ist so eine Kunst oder eine Technik, die Ninjas verwenden, und Quaiutsu ist, wie gesagt, ein Frosch-Ninja und deswegen Quark und Ninjutsu. Als nächstes gehen wir zu Absol. Absol ist einigermaßen innovativ, wobei die meisten es vielleicht schon kennen könnten. Und zwar Absol, erstmal der Name, der deutsche Name Absol wird einfach nur vom Japanischen übernommen, nämlich da heißt es Abusoru. Und das kommt wiederum von Absol, also mit einem Bindestrich. Und das ist lateinisch und bedeutet von der Sonne weg. Absol hat ja auch den Unlichttypen und wird ja auch unter den Pokémon so als das Unglücks-Pokémon behandelt, und von der Sonne weg beschreibt es dann nochmal ganz gut. Als nächstes gehen wir dann zu Maxax, und Maxax kommt einmal von dem Wort maximal, hat vielleicht damit zu tun, dass es einen 147er Base-Angriff hat, was schon ziemlich maximal ist, dass es ein Drache ist, was auch schon ziemlich krass ist, und vor allem auch, dass es die dritte Entwicklungsstufe ist, und dann noch von dem Wort Axt. Und wer Maxax schon mal ins Gesicht geguckt hat, sieht, dass es da so, ja, axtähnliche Teile im Gesicht hat, was aus den Milchzähnen von Milza wird, und deswegen Maxax, die maximale Axt. Das nächste Pokémon, was ich gewünscht wurde, war Skelabra, und Skelabra kommt einmal von dem Wort Skelett, was einfach auf den Geisttypen zurückschließt, also, ja, es lässt auf den Geisttypen schließen, denn, wie wir wissen, sind Skelette meistens eher tot und der Geisttyp ist jetzt auch nicht gerade so lebendig. Und dann noch von dem Wort Candelabra, was übersetzt Kronleuchter bedeutet. Also ein Geist-Kronleuchter. Und ein Kronleuchter hat ja meistens auch Kerzen. Und die brennen. Und deswegen wissen wir jetzt auch, warum Skelabra den Geist unten den Feuertypen hat. Was bis heute, glaube ich, immer noch einzigartig ist und ziemlich cool. Als nächstes kommt dann eins, ja, was, glaube ich, auch schon in den Kommentaren ziemlich lange gewünscht wurde. Was aber relativ einfach ist, wenn man drüber nachdenkt. Und zwar Ditto. Dittos Name kommt einfach von dem Wort Ditto, und beschreiben wir es einfach mal. Es ist quasi, das Ditto ist sowas wie ebenfalls. Das heißt, wenn ich sage, ich bin schon mit Essen fertig und du sagst Ditto, dann heißt es, ich bin auch mit Essen fertig. Oder ich mache gerade ein YouTube-Video, Ditto. Das heißt, ich mache auch ein YouTube-Video, ebenfalls eben. Und das ist eine Anspielung auf die Verwandlungsfähigkeit von Ditto, denn Ditto kann ja neben Mew als einziges Pokémon Wandler lernen. Wobei, ich glaube, zwar auch noch Farbigel wegen Nachmar, aber egal. Nachahmer war es. Und deswegen, ja, deswegen heißt Ditto einfach Ditto, wegen Ditto. Und damit gehen wir auch schon zum nächsten Pokémon, und zwar Kabutops. Kabutops kommt einmal von dem Wort Kabutogani, was den Pfeilschwanzkrebs bezeichnet. Und dann noch von dem Wort Tops, und das ist quasi so eine typische Dinosaurier-Endung. So bedeutet quasi Gesicht. Man kennt es ja zum Beispiel auch vom Triceratops. Triceratops heißt ja drei. Was heißt Cera? Ich weiß gerade nicht, was Cera heißt. Vielleicht Horn? Keine Ahnung. Dreihorn-Gesicht. Und das passt dann zum Beispiel, glaube ich, zum Triceratops auch ganz gut. Und es lässt ja auch zurückschließen, dass Kabutops eben ein Fossil-Pokémon ist, da es eben schon ausgestorben ist und vielleicht zu der Zeit der Dinos gelebt hat. Und als nächstes kommen wir dann nochmal zu einem Pokémon, was wahrscheinlich vom Einfallsreichtum ungefähr so an das von Quaiutsu rankommt. Und zwar Dragoran. Dragoran kommt einmal nur von dem Wort Dragon, und ich meine, Dragoran ist ein Drachentyp, das ist selbsterklärend. Und dann von dem Wort Randalieren. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil, also ich mag den Namen Dragoran, aber Dragoran wird immer als sanfter Drache bezeichnet. Gut, es gibt in der zweiten Gen, also im Anime von der zweiten Gen gegen Ende in Ebenholz City, die Szene, wo Dragoran komplett ausrastet und dann zeigt auch, wie es randalieren kann. Aber im Prinzip ist Dragoran eigentlich immer ein friedlicher Drache, der niemandem was tut, und deswegen den Namen gleich auf Randalieren zurückzuführen,
Das Böse, Game Freak, das Böse. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe natürlich, euch hat es wieder gefallen. Wenn ihr wollt, schreibt mal wieder unten ein paar Pokémon rein, die mal dran kommen sollen. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich würde mich trotzdem über einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 13 Uhr wieder zu einem neuen Egglog-Part. Ich bin raus und tschüss.